Man sollte eigentlich meinen, wenn einer James Bond die Hand gegeben hat, dann kann der sich nicht mehr steigern. Oho, weit gefehlt. Jetzt habe ich ihn, den berühmtesten Koch der Welt, in meinem Kochstudio. Ich sage nur, Smörebröt. Smörebröt, bam, 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 bam. Smörebröt, Smörebröt, bam, bam, bam. Wir wollen mal keine delikate Suppe. Herzlich willkommen im Kochstudio, der Koch von den Muffins. Ich bin wirklich geehrt. Wir werden heute ein gemeinsames Gericht machen. Wie heißt das? Löffelsuppe nach einer uralten Rezeptin von die Tante Ose. Löffelsuppe. Hört sich also hochinteressant an. Die Löffel sind bereit. Zuerst die Gewürze. Im Topf offensichtlich Gewürze, die Sie im Haus haben, dazu. Nun, wir nehmen die Nudeln von den einen Töpfen hinüber in die anderen. Die Nudeln kommen jetzt in den Topf zu den Löffeln. Mit Löffeln, oder? Die Löffeln sollen nie nach Fisch und Käse schmecken. Sie sehen also Nudeln sozusagen nach Gusto. Kann ich vielleicht jetzt mit dem Gemüse anfangen? Nun, wir machen die Löffel und die Nudeln. Ja, Gemüse, alles her damit. Gemüse offensichtlich alles. Aber nicht von den Fingern, das ist eine andere Rezeptin. Aha, aha. Und jetzt das ist interessant, ein Ei. Aber also Sie haben es gehört, ein Ei, das Sie bitte in die Pfanne schlagen. Und in diesem Tempo, es wird lange dauern. So, in der Pfanne wie eine gespiegelte Eier. Normales Spiegelei. Die Gemüse in Hacken. Und jetzt und Nudeln, immer wieder Nudeln. Immer wieder Nudeln dazu, das ist ganz wichtig. Ja, wichtig. So. Und jetzt dafür die Löffel nicht anbrennen, wir machen eine Herumschwenkung von dem Topfen. Für die Nudeln ein paar kleine Stöße. Die Duft kommt schon herauf, Löffel duften. Was passiert damit? Ja, alles hinein in die Töpfe. In den Topf, es alles muss klar. Ein wenig köcheln nach den alten Rezepten. So. Nun kennen die alten Nudeln die Löffel. Immer noch mehr Nudeln dazu. Wunderbar. Was aber ist nicht mit dem in Berührung Ei? Mit dem Ei die Suppe. Dann können wir die Suppe schmeißen. Das gehört auf keinen und Fall das Ei in die Suppe. Das ist noch ganz Gemüse wichtig. Nicht Banane, Bananen, der Kohlkopf. Ja. Und Kohl. Es ist nicht vom Besten, aber jetzt ist die Zeit für Kohl. Ja. Nicht auf keinen Fall den Kohlkopf schneiden. Nein, mit Schlägen von links und von Süden. In die Suppe treiben. Und mit einem Stößen von der Basis. Banane? Ja, also Banane. Aber diese Frucht, die nie schneiden, Bananen immer brechen. Und Achtung haben auf die Eier. Ei, wir wollen nicht riskieren mit die Suppen. Oh, du musst schon hier stehen. Wo bleibt die Paprika? So. Eine Löffelsuppe ist eine scharfe Sache. Ja, in die Suppe. Für mich wäre Beamtensuppe nicht mehr vielleicht eine Emaille-Taublöffel. Für eine fröhliche Weihnachtssuppe zwei geerbte Silberlöffel mit Filigran. Auch ein damit, ja. Aber runter bitte. Das kann man also noch sehr dekorativ. Ich helfe ein bisschen. Sehen Sie, damit kriegt das Ganze auch ein Gesicht. Am Ende nicht vergessen, dass das Ei draußen bleibt. Sind wir jetzt fertig? Fertig, die Gäste können kommen. Wir machen nur noch die letzte Pfeife in eine Pfiff und Röm-Pöm-Pöm oben drauf. Ah, ja. Ja. Und? Da die Löffel danke. Abgeben. Eins, zwei, drei. Röm-Pöm-Pöm-Pöm. Meister Smörebröt, Röm-Pöm-Pöm-Pöm. Sternstunden der internationalen Küche, meine Damen und Herren. Herr Meister hat sich bereits wieder zur Ruhe begeben, studiert neue Rezepte. Aber damit so eine Figur überhaupt ins Leben gerufen werden kann, braucht es eine Menge Leute, zum Beispiel einer tollen Stimme. Röm-Pöm-Pöm-Pöm spricht mit der Stimme von Eberhard Storek. Servus. Servus. Herzlich willkommen. Ich muss sagen, wenn ich also bei Zeichentrickfilmen immer so am Ende sehe, Dialogregie Eberhard Storek, dann habe ich vorher schon gemerkt, dass es toll war. Glaube ich ganz wichtig, dass man solche Figuren belebt. Und es ist ja nicht einfach, immer das Original so umzusetzen, wie es ist. So ist es ja. Vor allen Dingen hier war es so, also bei dem Koch ganz speziell war es so, da war eine Vorlage von Jim Henson meisterlich gespielt, aber eigentlich ohne jeden Text, ohne Geschichte praktisch. Ja. Und ich musste eine Figur erfinden. Ich habe also, da ich auf Sylt lebe und mit Dänen befreundet bin, war das für mich immer so komisch, wenn die Deutsch sprachen. Da habe ich also versucht, dieses Dänische so ein bisschen, nicht diese Pseudodänische zu erfinden. Und die idiotischen Rezepte, ja, das war es dann eigentlich schon, nicht? Aber es war es lange nicht, weil er betreut viele, viele andere Figuren. Eine, die ich auch wahnsinnig liebe und unsere alle Kinder. Ich bitte jetzt mal, pass mal auf. Alle Menschen unter 30 bitte jetzt mal die Augen zumachen. Ganz fest, ganz fest. Maja, Maja, was sollst du immer mit dem Honig sammeln? Ich will doch noch nach Sofa ziehen und ist gleich Schluss. Eberhard Storek, er ist auch die Stimme des Willi. Er hat die ganze Biene Maja synchronisiert. Dafür und alles andere, herzlichen Dank. Nicht für Dank. Tschüss. So. Und er ist der Vater. Er ist der Vater von, oh Gott, das Film, Didis Eier. Er ist der Vater von Muppets und Co. Er hat
die ganzen Figuren erfunden und viele andere mehr. Er ist, glaube ich, einer der besten Puppenspieler der Welt, Jim Henson. Guten Abend. Herzlich willkommen. Into the left here, please. Yes. To this one. So, ja, er ist also der Vater von Miss Piggy, von Kermit, von diesen ganzen herrlichen Figuren. Nun, da, bevor wir zu anderen Themen kommen, alles schreit nach den Muppets. Es gibt sie im Moment nicht. Die Fraggles waren die Nachfolger. Wann kommt Miss Piggy wieder? Ich dürste. Well, let's see. We don't really know exactly. Nun, das müssen wir uns überlegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Wahrscheinlich werden diese Charaktere so lange am Leben erhalten bleiben, wie das Publikum sie sehen will. Wenn wir also mit den Muppets arbeiten, aus der Muppet Show, macht es uns immer Spaß, es ist immer dufte. Und deswegen werden sie sicherlich noch länger da bleiben. Ich habe aus Amerika schon Gerüchte gehört, dass es eine Serie gibt, die sich mit kleinen Muppets-Figuren beschäftigt. Also ich stelle mir Kermit als Baby traumhaft vor. Wird das auch in Deutschland passieren? Ich glaube ja. Ich glaube, dass die Sendung nächstes Jahr im Herbst hier in der Bundesrepublik ausgestrahlt wird. Wir haben in dieser Sendung so verfahren, als ob Miss Piggy und Kermit Kinder wären. Das Ganze läuft an und für sich sehr gut. Ich bin sehr glücklich mit dieser Sendung, mit dem Konzept. Es geht eigentlich um Kinder, die ihre Fantasie anregen, die damit leben und damit was Neues schaffen. Ich glaube, es ist schön. Wir haben heute, Sie merken schon, ein bisschen viele Gäste aus dem Kino. Aber ich glaube, erstens ist so der Winter und die Vorweihnachtszeit eine Zeit des Kinos, wo man also ein bisschen aus der Wirklichkeit in die Fantasie schlüpfen kann. Und ich glaube, Ihre Figuren sind ungeheuer dazu geeignet, die Fantasie spielen zu lassen. Es gibt jetzt einen neuen Film, Labyrinth heißt der, den Sie gemacht haben, wo eigentlich wirklich die Fantasie die Regie geführt hat. Gucken wir mal ganz kurz rein. Labyrinth von Jim Henson. Sag ich. Ach bitte, wir müssen darüber. Ohne meine Erlaubnis darf hier niemand hinüber. Bitte, ich habe nur noch sehr wenig Zeit. Wir müssen aus dem Gestank hier raus. Gestank? Wovon beliebt ihr zu sprechen? Dieser Geruch. Ich rieche gar nichts. Ach, du machst wohl Witze. Aber ich lebe von meinem guten Geruchssinn. Die Luft ist süß und wohlriechend. Und keiner darf hier rüber ohne meine Erlaubnis. Still. Gib mir den Weg frei. Ich warne euch, ich habe geschworen, meine Pflicht zu erfüllen. Komm schon, lass uns vorbei. Halt! Ich will nicht gezwungen sein, euch weh zu tun. Hage, was machst du da? Lasst meine Lanze los, Sir. Also gut, ich kann diesen Berg erobern. Alles in Ordnung, Lubo? Tja, Lubo, wartet auf mich. Ambrosius, ist alles in Ordnung? Ambrosius, du kannst herauskommen. Nun komm schon. Braver Junge, mein treuer Begleiter. Ruhig. Vorwärts. Ruhig, ruhig, mein Junge. Na los, Ambrosius. Schließ einfach deine Augen und geh. So, das also ein Ausschnitt aus diesem Film. Glauben Sie, dass man mit diesen Figuren, mit diesen Puppen die Fantasie gerade von jungen Leuten anregen kann? Oder es ist auch eine Gefahr, wenn man ihnen die Möglichkeiten der Fantasie nimmt, dass man also solche Figuren so perfekt macht, dass sie wie wirklich sind? Ich glaube nicht, dass man den Kindern damit die Fantasie wegnimmt oder was ihnen die Fantasie beraubt. Ich glaube, dass eine Welt ohne Fantasie eine traurige Welt wäre, gerade für die Kinder. Sie würden sich dann gar nicht zurechtfinden. Deswegen glaube ich, dass es eine solche Gefahr nicht gibt. Das ist, glaube ich, auch für die Kinder ganz wichtig, dass sie merken, dass diese Figuren Probleme haben. Also dass ja einfach diese ganzen Figuren wirklich nicht alles lösen können, obwohl sie Mächte haben, geheimnisvolle Zwerge und so. Also ist es eher für Kinder oder eher für Erwachsene? Eigentlich ist dieser Film für die ganze Familie, für die Kinder und für die Erwachsenen. Wir hoffen zumindest, dass es für beide ist. Jim, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Schön, dass Sie da waren.